Oh, tough fight. Oh, ein neuer Zwerg. Das freut mich immer, wenn neue Zwerge kommen. Oh ja, unser Trading Post müsste ja jetzt fertig sein, aber wir können nichts erforschen. Mist. Die Palastwache, die City Guard da ist verbuggt, Scheiß. Oh. Ah ja, das Dark Castle ist schon mal weg. Ich mach mal den Balk hier weg. A building has been upgraded. So, vielleicht lockt es ein paar Leute an. The unholy are near. I deem your mandate just. Halt! Not now! I got work to do! More work to do! Ja, ich wäre froh, wenn unser Trading Post endlich mal repariert werden würde. Und wenn mein einer einsamer Tax Collector mal das Geld aus der Ding holen würde. Okay, erstes Creature, der ist down. I deem your mandate. Da machen sie auch noch ein Grab kaputt. Gut. Oh ja. Sehr gut, wir können Healing Potions holen. The regular inn und the last resort. Majesty, your trading post now offers healing potions. Ich könnte theoretisch jetzt noch eine Mage Guild bauen, wenn ich sie finden würde. Nö, kann ich nicht. Cool. Aber Magic Bazaar. Sovereign, a building has been upgraded. So, den Balk da drüben sind wir los. Your Majesty, a new building is complete. Also ja, so wie es aussieht, Your Majesty, a new building is complete. I take the path less traveled. Kann ich keinen zusätzlichen Tax Collector mehr holen durch Spawn von Inns und Marketplaces? Jedenfalls scheint kein. Our Magic Bazaar now offers fine new elixirs, Your Majesty. Das finde ich nicht so toll, deswegen wirst du wiederbelebt. Oh, Graveyard ist respawned. Our Magic Bazaar now offers fine new elixirs, Your Majesty. Wie sieht's mit Heroes aus? Sogar eine Elfe haben wir jetzt mal. Yeah. Also das mit der Verstärkung ist nicht so overpowered, wie man es vielleicht gedacht hätte. Oh, Graveyard direkt vor unserer Haustür ist aber auch nicht so toll. I take the path less traveled. There's no fiction there. Hold your majesty.
Zwerg wiederbeleben, ja. Sovereign, a building has been upgraded. An unwelcome guest. Wo ist denn mein Text Collector gerade? Ah, im in der Haus. Nein, da läuft er rum. A building has been upgraded. Schrauben wir den mal hoch, dass er sich hauptsächlich am Marktplatz begnügt. Oh, da oben werden jetzt auch die Dents langsam zerlegt. Das ist der Marketplace. Ich wollte hier nach meinen Nordwächtern mal gucken. Aber das sieht alles gut aus. Und da sind Vampire gespawnt. Der hat's auch nicht lange gemacht. Ja, meine beiden Passanten haben auch genug zu tun hier. Regeneration Potions für euch. Aber bis jetzt sieht es eigentlich alles so aus, als ob alles klappen würde. Our magic bazaar now offers fine new elixirs, Your Majesty. I take the path less. Oh, ich kann gerade die Magic Bazaar nichts forschen, weil er beschädigt ist. Der wird aber gleich repariert werden, denke ich mal. Da ist wieder ein Vampir. Oh, ich kann sollte mal hier die Guard erforschen. Weil da immer noch eine normale rumläuft. Hier auch übrigens. Hier ist sie schon erforscht. Nur hier eben noch nicht. So, hier ist sie jetzt auch erforscht. Your Highness, we've improved the guardhouse. Wir sind auf meine Paladine schon mal in bester Rüstung. Your Majesty. Your Highness, we've improved the guardhouse. Your Majesty. I serve with pleasure. Ja, und die werden mir halt die ganze Zeit angezeigt, weil sie respawnen können. Ich müsste also alle platt machen. Und zwar ziemlich zeitgleich. In the name of the Sovereign. Ja, wenn der jetzt mal den Batzen an Geld aus dem Marketplace holt und damit heil ankommt. Dafür sorge ich schon mal, indem ich ihm einfach einen Buff draufsetze, dass er mehr aushält. Oh, Minotauren kommen. So, jetzt noch das Mönchshaus fertig upgraden. Und dann kann ich mal anfangen, auf die ganzen Friedhöfe hier Plank zu setzen. Oh, das war ein bisschen viel. Oh. Das bauen wieder Truppen der Untoten. Sovereign, a building has been upgraded. Was für Zauber können eigentlich Mönche mittlerweile?
Hand of Steel und Stone Skin. Ah, und Regeneration Elixier. Okay, Untote kann man nicht versteinern, das stimmt allerdings. Und da ist ein Creature, der respawnt. Our Magic Bazaar now offers fine new elixirs, Your Majesty. Da haben wir eine Rattenplage. Mal wieder. Hey, wir haben einen neuen Mage. Energies of light. Umbrella smiles upon me. Ach, da ist die Elfe. War mal neugierig, wo sie sich versteckt. Energies of light. Okay, das meiste ist schon zerstört. So macht's das aber auf jeden Fall ein bisschen interessanter. Our Magic Bazaar now offers fine new elixirs, Your Majesty. Da durch den Respawn, also durch die respawnenden Gebäude, so kommt es einem auch ein bisschen relentless vor. I serve with pleasure. Energies of light. I deem your mandate just. So, das meiste ist schon mal kaputt. Das heißt, wir geben noch eine fette Belohnung auf das Main Build, also auf das Dark Castle. Und wieder ein Tote spawnen. Neue Truppen. We are victorious, Your Majesty! Und das war's. Wir haben die Armee des Night Kings erfolgreich zurückgetrieben. Zum Glück kam kein Drache. Congratulations, you have won. Ja, ich habe gerade mal 2 Gebäude verloren und 7 Helden. Danger Level 35. Ich denke mal, ich kann ja noch ein bisschen weiter spielen. Mal sehen, ob jetzt die Gebäude respawnen können. Noch, jetzt wo ich weiter spiele. Oder ob's da, ob der Respawn durch den Victory aus ist. Ich habe jetzt 5 Heroes mittlerweile. Oh, noch ein Ranger. Energies of light. Aber so wie das aussieht, respawnen Gebäude nicht mehr. Ich denke mal, das sind jetzt nur noch die Gegner hier so auf der Karte. Aber wir können ja noch 2-3 Minuten warten. Gucken, was passiert. Omnia. Wäre wenigstens noch interessant, die restlichen Gegner auszulöschen. Dann hat unsere kleine Nordwache kompletten Erfolg gehabt. Wobei die Trolle wir werden. Die Trolle wir nicht werden los. Genau. Jodalis grüßen.
Oh, well, the Scum, man. I deem your mandate die tauchen ja normalerweise auf. The unholy are near. Ja, wenn genug Peasants gestorben sind. Und nein, die Gebäude respawnen. Wie nett. Dann machen wir die nochmal kaputt, denke ich mal. Und ich denke mal, dann können wir beenden. Aber ehrlich gesagt, wer weiß auch wann. Genau, neue Untote spawnen. Ja, eigentlich könnte man das wirklich relentless machen. Aber irgendwann wird das wahrscheinlich auch langweilig werden. Da macht sich unsere Elfe unsichtbar, weil sie Schiss hat. Na gut, so 2-3 Minuten werde ich es noch laufen lassen. Dann machen wir nochmal die Creature Dance hier oben kaputt. Hauen die Vampire hier um. Ja, Vampire sind nervig. Doros has spared you for now. Sie ist fliegen in Terror mal wieder. Das war ja dem Spiel auch immer so toll, dass saustarke Helden vor schwachen Gegnern in Terror geflohen sind. Ich erinnere mich doch dran, wie ich in Valley of Heroes cheaten musste, um es zu gewinnen. Einfach weil es bisher so saumäßig übelst schwierig war. Energies of Light! Okay. Gut, ich denke mal, jetzt können wir aufhören. Weil jetzt ist wirklich alles geklärt, sogar alles an Gegnern. Also bis auf die beiden Ratten. Jetzt ist alles leer. Gut. Da ist ein neuer Troll gespawnt, aber den lassen wir mal. Wir gehen zum Main-Menü zurück. Also ja, ich finde, man kann sehr interessante Sachen mit dem Freestyle-Quests machen, wenn man Manual Settings eingibt. Zum Beispiel gerade das mit der Northwatch war sehr interessant gemacht. Es gibt sogar einen Expert, wo man nur einen Outpost hat. Nicht mal die beiden Weitläuferlager, New Settlement. Und Level 1 Palace, das geht eigentlich noch. Merchant Prince. Level 1 Palace war ja von Marketplace. Das ist nicht unbedingt so viel Expert. Das ist eher Advanced, würde ich sagen. Shantytown. Starts with Level 1 Palace and for Gnome Hovels, ja. Wildlands. Das wäre eigentlich auch eine coole Startsache. Temple of Chrome und The Ranger Guild. Level 1 Palace, Level 1 Blacksmith, mhm. Wizard Hood, Level 1 Palace Library, Level 1 Wizard Guild and 2 Wizard Towers, ja. Dwarven Stronghold, das ist richtig stark. Ne Level 2 Palace, ein 3er Blacksmith und ein Dwarven Settlement und ein Ballista Tower. Ja, und halt die ganzen. Enemy Forces. Wobei ich mich gerade frage, was die Buchstaben hier hinten bedeuten. S, L und H.
Many weak strong monsters present. White Expanse. Wendigo Werewolves. Ach, ist das die... entweder ist es die Map-Größe. Irgendwie so. Oder es ist die Anzahl an Monstern, weil gerade bei den beiden, wo H steht, steht ja hier Use of Pattern Required 128 MB RAM mindestens. Was saumäßig viel ist. Goblin Stronghold. Ja, das ist böse. Aber nee. Ich denke, das sollte es als Special gewesen sein. Ich danke herzlich fürs Zuschauen und hoffentlich finde ich bis nächstes Wochenende ein neues, richtiges Projekt, dass wir dann was zu gucken haben. Hoffentlich auch wieder im Strategiespiel-Genre und nicht im Rollenspiel-Genre, weil ich habe ja zwei Rollenspiele zurzeit laufen. Jedenfalls heute, als diese Videos rausgekommen sind. Wie auch immer, ich danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder hoffentlich. Bis dann.